Schön, dass wir darüber geredet haben. Wo geht es denn jetzt hier wieder raus aus dem Sumpf? Mein, nicht raus, sondern rein. An, so. Wo ist der Weg? Da. Gucken wir mal schauen. Ich finde es auch schön, wie der einfach mitten auf dem Weg Zeug noch liegt. Wo ich mir denke, wieso hat das noch keiner mitgenommen? Ich meine, ist schwer zu übersehen. Ja, da fängt definitiv das Piratenlager wieder an. Nicht bei Piraten. Banditen. Banditen sind das ja. Dreckische Banditen. Habe ich mit dir schon geredet? Vielleicht. Hey du. Was gibt's? Nee, immer. Jetzt habe ich die noch beschissene Rüstung an. Als ob diese Drachenjägerrüstung nicht schon scheiße genug wäre. Was auf Kraut. Und noch mehr Kraut. Werde ich nachher alles mal rauchen? Warum habe ich das alles noch nicht mitgenommen? Ich habe die Steintafel gefunden. Wirklich? Du bist ja ein mutiger Kerl. Damit hast du dir bestimmt deinen Eintritt ins Lager verdient. Also, der bringt mir nur bei, wie ich diesen blutfähigen Stachel da entferne. Aber das machen wir mal nicht. Ach, da war das ein Kraut. So, ist hier irgendwo ein Bett? Ein Bett hätte ich gerne. So, zum Reinlegen. Hätte ich die Pilze nicht essen. Ne, egal. Und wieder einmal habe ich es nicht perfekt gespielt. Gleich neu anfangen. Dabei versuche ich doch ständig alles perfekt zu machen. Als ob... War hier nicht irgendwo ein Bett? Da ist ein Bett. Bandit Franco. Hallo Franco. Wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold? Ah, wie viel willst du? 50 Goldbrocken? 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich! Hier ist die Steintafel. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Er stand vor dir auf der Liste. Und für einen weiteren Mann ist zurzeit kein Bedarf im Lager. Außerdem kann ich dich hier gut gebrauchen. Jetzt, wo Logan nicht mehr da ist. Schick mich jetzt rein. Und was, wenn ich Nein sage? Dann wirst du es eben bereuen. Willst du mir drohen? Du? Willst mir drohen? Es ist wohl Zeit für eine Lektion. Ah, ein Kampf! Stimmt doch mal alles mit, was du so hast. Oh, der hat auch irgendeinen Anhänger. Frankos Amulett. Stärkebonus. Ah, ich bleibe lieber bei den... Ich brauche 10i. Es geht gar nicht anders. Lass uns. Das ist nichts Interessantes. Gehen wir erstmal Fleisch braten. Machen wir erstmal was Wichtiges. Fleisch braten. Wichtig in dem Spiel.
Dann rutscht irgendwie immer weiter von der Pfanne weg. Was irgendwo ausnutzen kann, um was zu glitschen. Wenn man nur genug Fleisch hätte. Ja, für den Speedrun wahrscheinlich irrelevant, man bräuchte ja genug Fleisch. Womit denn? Ist da noch überhaupt noch jemand? Noch überhaupt jemand? Ja, Banditen sind ja noch. Euch schlage ich später alle tot. Ich meine, ich würde mich intensiv mit eurer Lebensweise auseinandersetzen. Hey, was ist da unten passiert? Ich habe Franco umgehauen. So? Dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit... Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will ins Lager. Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt. Und ich bestimme, dass ich als nächster reinkomme. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben niemanden angefordert, also kommt auch niemand rein. Taurus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird drinnen ein Platz für mich frei. Du gibst nicht auf, was? Okay, dann schieb deinen Hintern rein. Taurus wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Worauf wartest du noch? Und besorg dir eine Spitzhacke. Easy. Dich töte ich später auch. Was? So, sind wir da drin. War doch ganz easy. Ich hätte ihn auch schon früher umschlagen können. Ja gut, nun, wie soll ich sagen, das ist bequem. Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Ja, warum? Weil ich jetzt seinen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht, vielen Dank. Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Warte mal. Und wie? Lass mich... wen haben wir denn da? Sieh an. Das bist ja du. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle Banditen. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden, Sohn der Gefahr. Wo soll ich wissen, was Delfinio macht? Und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Denn ich bin verständnisvoll und umgänglich. Wie viel willst du? Oh nein, bitte! Ich will doch kein Gold von dir erpressen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal. Easy. Hallo. Du siehst aus wie ein Buddler. Ich bin ein Buddler. Als ich das letzte Mal in der Mine war, habe ich geschuftet wie ein Blöder. Was passiert mit dem Gold aus der Mine? Taurus sammelt es ein und verteilt es. Keiner darf behalten, was er geschürft hat. Jeder bekommt nur einen Teil des Goldes, damit auch die Jäger und Wachen nicht leer ausgehen. Ich find's okay, seit dieser Regelung gibt es weniger Tote und die Schürfer bekommen immer noch mehr als die Typen, die draußen rumhängen. Warum bist du jetzt nicht in der Mine? Ich war lang genug in der Mine und hab bis zum Umfallen geackert. Jetzt brauche ich erst mal ein paar Tage Ruhe, bevor ich mir meinen nächsten roten Stein hole. Was hat es mit diesem roten Stein auf sich? Das ist eine Sache, die sich Taurus und Esteban ausgedacht haben. Taurus kümmert sich um die Goldverteilung und Esteban organisiert die Arbeiter für die Mine. Er will natürlich nicht jedes Mal zu Taurus rennen, wenn er jemanden in die Mine schickt. Deshalb drückt er uns einfach eine dieser roten Steintafeln in die Hand und Taurus lässt uns dann rein. Ist wie eine Eintrittskarte. Kann ich da reingehen oder... Ja, okay. Wie läuft's bei dir? Naja, wenigstens bin ich schon mal drin. Lucia brennt einen harten Schnaps.
Aber Esteban lässt mich nicht in die Mine. Jedenfalls noch nicht. Er hat mir noch eine andere Aufgabe gegeben. Und? Was will er von dir? Es wurde ein Attentat auf Esteban verübt. Er will wissen, wer dahinter steckt. Esteban glaubt, dass Snuff damit drin hängt. Ich soll ihn im Auge behalten. So, nee, ich will nichts lernen von dir. Ich komme später wieder. Hallo, willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? Ich hab dich getötet. Was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Okay, ich mach's. Alles klar. Hier ist das Rezept. Hätte ich noch das andere fragen sollen? Wasserflaschen, zwei Rüben, Ornibus und Sumpfkraut. Beim Sumpfhai. Einen blinden alten Mann soll mir die Tempel nicht einatmen. Wichtiger Hinweis. Will mich keiner aufhalten? Nein, gut. Man muss ja auch nicht. Und diese absurd langen. Das ist ein Autorennspiel? Nee, das ist kein Autorennspiel. Hast du gesoffen? Sieht man, dass es kein Autorennspiel ist. Wo redest du da? Ich habe merkwürdige Leute im Chat. Ich hätte einmal nur gerne normale Leute. Du weißt schon, die kommen, die ein paar tausend Euro spenden und die halt jedes Mal da sind. So, wichtiger Hinweis war da noch. Was steht in dem wichtigen Hinweis drin? Hey Leute, Louis ist im Sumpf verschwunden, wahrscheinlich wurde von den Haien gefressen. Wie schlimmer ist, ihm ist auch der Türschlüssel verschwunden. Also wer ihn findet, kann Louis Kram behalten. Achso, das war das da. Hier ist das, was ich vorhin schon habe. Ja, dass der Fino irgendwas streamt. Und weiter. Los Doppelhammer. Moment, das habe ich doch schon, oder? Was? Gut, also du Samo, das hier nochmal. Jetzt müssen noch erfahrene Schnaps von dir gestellt werden. Wenn er leider dann versucht, wird er nicht nur blind, sondern auch tot sein. Okay. Läuft. Ich sehe das Problem nicht, was ist da hinten raus? Was dient denn für nur Split Second und weiter? Was willst du von mir? Ist eine nackte Frau? Nee, ich will was an. Ja, zum Glück kein Problem, wenn ich einfach alles einstecke, was hier rumliegt. Ich wünschte, ich hätte eine Frau, die am Tisch steht und sowas anhat. Und? Wie sieht's aus? Hör zu, wenn du was essen willst, geh zu Snuff. Wenn du was trinken willst, bist du bei mir richtig. Woher soll ich wissen, ob das ein Autorennspiel ist, was? Was trinkt ihr denn hier so? Wir haben nur wenig Bier.
Das einzige Bier auf der Insel haben die Paladine mitgebracht. Naja, wenigstens etwas Gutes, das die Kerle mitgebracht haben. Ansonsten trinken wir Schnaps. Ich habe selbstgebrauten, Grog und weißen Rum. Den solltest du probieren. Das Rezept habe ich von Samuel. Der Alte versteht wirklich sein Handwerk. Du magst die Paladine nicht besonders, was? Diese fanatischen Mörder im Auftrag der Feuermagier? Nein. Dieser Lord Hagen besetzt mit seinen Schlägern die Stadt und alle buckeln vor ihnen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht darauf warten, dass sie die rote Laterne zumachen und mich einsperren. Kannst du mir was beibringen? Nur zu gern. Bei mir kannst du deine Geschicklichkeit trainieren. Was soll ich denn jetzt schon wissen? Absurd. Gib mir was zu trinken. Noch ich will geschickter. Kommst du nicht aus Korinis? Erinnere mich bloß nicht daran. Mein Leben in dieser Stadt war schrecklich. Als noch die Schiffe mit den neuen Verurteilten ankamen, da war in der Stadt noch was los. Aber diese ganzen anderen Typen... Nein, danke. Vielleicht liegt's daran, dass wir auf einer Insel sind. Naja, die Zeiten sind vorbei. Mit Eldridge bin ich fertig. Warum? Er ist ein Schlappschwanz. Als ich von den Banditen verschleppt wurde, hat er keinen Finger krumm gemacht, um mir zu helfen. Was hast du jetzt vor? Mal schauen. Ich bleib erst mal hier bei Snuff, Fisk und den anderen. Hast du schon mit Torus gesprochen? Oh, Enos, ist das ein wahrer Baum von einem Kerl. Entschuldige, kommen wir auf deine Frage zurück. Ich habe kein festes Ziel, ich lass mich treiben. Was ist jetzt los? Warum? Was sind schon für Probleme? Mit Honig? Ich kann das nicht herstellen, weil... was? Ich habe das eben so lange gebraucht, um zu speichern. Zu wenig Rohstoffe, ach, fick dich. Fick dich doch einfach nur so, hallo. Ich habe den Schnaps gebrannt. Ausgezeichnet, dann mache ich das mal fertig. Hier, du kannst direkt eine Portion probieren. Das macht einen starken Arm. Ach, und wenn ich dir nochmal helfen kann... Alle Informationen sind ab jetzt für dich umsonst. Stimmt doch nicht. Wobei, ich kenne das nicht. Oh, wo habe ich das denn her? Bleib mal reinschlucken. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn Frauen stöhnen. Kenne ich nicht. Ich bin ja eine 31-jährige Jungfrau, da kennt man sowas nicht so. Wo ist das Feuergeschnitzelte? Ja, Stärke Bonus 1. So. Aber manchmal denke ich mir Frauen aus, dass es ja fast genauso wie Sex haben. Was willst du? Beziehung. Wo kriege ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Zu Torus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Ich auch nicht, was? Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. So